Hallo zusammen, willkommen zu leider wieder einem Infovideo. Ja, es geht um Risen 2 und Super Mario 64. Ich habe mir ja einen neuen PC gekauft auf Geburtstag und den habe ich jetzt dahin genommen, wo ich unter der Woche immer aufnehme und wohne. Das heißt, Risen 2 und Super Mario Spielstände sind nicht auf diesem PC. Das heißt, ich müsste neu anfangen und das will ich einfach nicht. Ich muss kurz in meinem Headset basteln, so. Ja, das heißt, Risen 2 und Super Mario 64 werden ebenfalls wie Mass Effect 3 vor einer Woche abgebrochen. Ich finde es schade, dass ich jetzt so viel abbrechen muss. Es macht einen schlechten Eindruck, aber es geht halt nicht anders, wenn ich einen neuen PC habe. Und ja, vielleicht als Beweis, dass der PC besser ist und es sich gelohnt hat, ihn zu wechseln. Ich habe vorher für ein 15-minütiges Video 1,5 bis 2 Stunden gerendert und jetzt brauche ich für ein 15-minütiges Video 20 Minuten. Also ihr seht, ist ein drastischer Unterschied und das lohnt sich auch. Ich habe auch bessere Game-Qualität, 4 Prozessoren im PC, die alles beschleunigen, eine der besten Grafikkarten der Welt, die es auf dem Markt gibt und 16 GB RAM, 2 TB Festplatte, also ihr seht, das ist ein Wunderstück. Hat auch einiges gekostet, aber egal. Ja, wie es weiter aussehen wird, es wird jetzt jeden Tag von jedem Game eine einzige Folge kommen. Vielleicht mal 2, wenn ich Bock habe. Das heißt, einmal am Tag Diablo 3, einmal am Tag Guild Wars. Und ich probiere auch jeden Tag mal ein S4-Match zu uploaden. Ich kann es nicht versprechen mit S4, aber ich gebe mir Mühe. Und Modern Warfare 3 immer noch jeden Freitag. Oder vielleicht auch mal zweimal in der Woche. Also einmal die Woche kommt mindestens Modern Warfare 3 Spezialeinheit mit meinem besten Freund, der Sniper Rock. Ja, das war's auch schon. Und morgen geht's los mit der neuen Situation der Let's Plays. Das heißt, jedes Game eine Folge. Ab morgen. Ja. Dann bis morgen. Tschüss.